Moin Leute, Hangarwieder am Start. Heute was ganz Besonderes, wie ihr sehen könnt aus dieser komischen Perspektive. Ich bin heute da mit Michel und einem ganz unbekannten Kameramann, der definitiv Teil meines Haushalts ist. Heute spielen wir das da. Keine Ahnung, was da drauf steht. Es ist irgendein Fußballspiel. Es ist definitiv besser als FIFA, Leute. Aber natürlich können wir Clickbait machen. Haut mal direkt rein in den Original SNES von meiner Großmutter. Ausgeliehen. Ja, ziemlich geil. Jetzt, ich spiele gegen Michel dieses Fußballspiel. Ich kenne welche, die würden sagen, ich bin okay in dem Spiel. Das wäre ich. Und Michel ist vielleicht nicht so unbedingt der. Digga, ich kenne es halt nicht so. Ja, ich glaube, das ist nicht so gespielt. Geht es jetzt echte 30 Minuten lang? Nein, das ist alles voll cool. Ich werde natürlich, um es spannend zu machen, nehme ich einfach mal das schlechteste Team überhaupt. Wer ist das Beste? Ich habe aus Versehen dieses Jahr eben noch Deutschland natürlich. Wirklich? Ja, guck mal, das ist jetzt ein Max-Out. Oh. Also wie das Spiel funktioniert, du kannst auch kurz auf dem Controller halten, wenn du willst. Also hiermit bewegt man halt die Spieler. Mit Rot grätscht man und wenn man am Ball ist, macht man einen Torschuss. Mit den beiden kann man halt passen, wenn man am Ball ist. Und gleich. Mit dem hier kann man dribbeln, das würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde eher empfehlen, um die Spieler rumzulaufen einfach. Also, und sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Wie nochmal? Und dann mit dem hier änderst du den Spieler. Und okay, änderst, und mit dem hier? Damit bewegst du dich. Achso, mit dem bewege ich mich, dann kann ich hier ändern. Hier ist. Warte, genau. Was war A nochmal? A ist grätschen oder aufs Tor schießen. Und passen ist B und Y. Okay, wir sehen erstmal hier spannend, wer wird denn den Ball haben. Ist natürlich ganz egal, welchen ich mir den direkt gönnen werde. Schere, Stein, Papier. Ja, let's go, Michi, bist du bereit? Schere, Stein, Papier! Ach ja, kleiner Tipp fürs Vorschießen. Ich würde eher so ungefähr vor den Viertelraum oder so gehen. Du hast Ball übrigens. Und dann würde ich von da aus schießen. So, ich habe mir jetzt den Ball gegönnt, vollst und an übrigens. Und dann gehe ich einfach mal in Richtung Tor, würde ich sagen. Nein! Nein, das war daneben! Das war ein Millimeter daneben oder so! Das gibt's doch nicht! So, jetzt hast du den Ball und jetzt kannst du halt passen oder halt vor allem nicht von mir umgegrätscht werden. Wenn du jetzt den Ball kriegen willst, du musst auf mich zugehen und dann den Ball grätschen, also mich weggrätschen. Mit dem Spieler mit dem Stern dran. Michel? Ja, nicht ganz so. Ja, fast. So, der Ball. Jetzt bist du der Keeper. Ja, genau, hast du schon mal weggeschossen, finde ich gut. Wie kann man irgendwie sprinten? Nö. Du bist aber schneller, wenn du den Ball nicht hast. Also, entschuldige mich jetzt wieder. So, jetzt kannst du halt mit oben den Spieler wechseln, Michel. Jetzt bist du der Spieler mit dem Stern drunter. Und jetzt kannst du versuchen, mit dem Ball abzunehmen. Ja, sehr schön. Und jetzt, wenn du jetzt mit dem Ball rennst, du siehst, ich bin schneller als du. Siehst du das? Mhm. Dann kann ich mir wiederholen. Und dann kann ich auch passen. Siehst du? Jetzt hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber jetzt bin ich halt fast vorm Tor so mit dem Pass. Du siehst, rechts oben ist die Spielerkarte, ne? Da kannst du halt sehen, wo du hinpasst ungefähr. Oh, jetzt hast du mir den Ball abgenommen. Das war ganz eindeutig. Jetzt schieße ich mal einfach ein Tor. Würde ich sagen. Nee! Du hast mich umgedreht. Du Ehrenloser. Nein! Okay, nächstes Mal schieße ich ein Tor, keine Sorge. Es werden noch genug Tore fallen. Keine Angst. Ich muss dem Michel erstmal ungefähr zeigen, wie das funktioniert. Und deshalb weiß ich halt, wie man Leute gut umgrätscht. Und wie man auch Leuten ausweicht, die versuchen halt umzugrätschen. Ich weiß es lassen. Und wen? Ich hab einen Wurf. Du hast ihn jetzt ausgespielt anscheinend. Ey! Was hast du den Ball? Ehrenlos. Ach, schade. Ja, hab ich mir gegönnt. Mann. Ey, warum passt du denn zu dir? Ey, das Spiel ist halt so grob. Ich hatte einen Torschuss. Es war schon mal solide. Ich meine, noch steht's 0-0, noch ist hier alles offen. Natürlich. Es wird auf jeden Fall kein Tor fallen. Ja! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! 1-0 für Israel! Ja! Ja, komm, gib mir den Ball! Nein! Das Tor ist frei, Mann! Okay, jetzt habe ich den Ball. Komm, pass! Oha! Was ein Ball! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Nein! Das ist aber so kacke, Alter! Oha! Oh, direkt abgeknüpft hier! Ey, gönn doch! Ey, du gewinnst halt jeden Zweikampf, weil deine Spieler halt einfach so ein krass höheres Ranking haben als meine. Das war das Ganze für mich natürlich ein bisschen schwierig. Aber nichts geht über eine gute Herausforderung.
Oha, im gegnerischen Strafraum erzeugt einen nach dem anderen aus. Nein! Nein! Wie passt man nochmal? Mit Gelb und Grün. Komm, komm, einer nach dem anderen. Oh, oh, drei auf einmal, drei auf einmal und Schuss! Warum ist Warum ist Israel so gut? Komm, komm, in den Strafraum, in den Strafraum und Schuss! Tor! Ah! Israel! Ja, 2-0 gegen Deutschland! Das ist so, Alter. Standard. Man kennt's, Digga. Ey, oha, der Keeper hat den Ball. Alter, let's go. Der Keeper von Israel. Der bringt einen Solo. Oh, er darf nicht den Ball verlieren. Oh, er darf nicht den Ball verlieren. Oh, oh. Er sollte echt nicht den Ball verlieren. Nein! Nee, weg da, weg da. Er ist so scheiß langsam, Digga, das regt mich so auf. Mach mal hin. Der israelische Torwart. Let's go, er mault sich. Ich weiß doch. Oh, der israelische Torwart! Und auf der israelische Torwart! Nein! Nein! Oh, der wurde abgewehrt! Der kann nicht mehr schlafen jetzt! Alter! Aber das war eine heftige Aktion! Seine Ehre wurde einfach entwendet. Was ist das denn für Betrug? Herr Dicker, du spielst noch ins Aus, was machst du? Ja, seine Ehre wurde gerade entwendet. Oh komm, gönn ihn! Ja! Israel! Kommt den Keeper, Leute! Yeah! Lass dich starten, Vorsitz. Israel gegen Deutschland. Deutschland führt 7-0, meine Freunde. Hä? Ich würde sagen, machen. Oh, nee, Israel führt 7-0, Entschuldigung. Ich kann nicht reden. Fährt los. Ich würde sagen, machen wir ein 8-0 draus. Yeah! Ja, nice. Let's go, der Gast. Immer noch besser als FIFA. Ist ja wirklich so. Aber ich meine, wenn ich halt FIFA stattdessen gespielt hätte, wäre ich dann genauso gut so. Vor allem gegen mich so noch vor. Aber es ist halt wirklich besser als FIFA, weil das hier sich weiterentwickelt hätte statt FIFA. Ich glaube, Fußball-Gaming sähe ganz anders aus, da bin ich ehrlich mit euch. Weil eigentlich im Kern macht das Spiel halt richtig Bock. Es gibt halt ein paar Probleme, die das Spiel hat. So. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, oh, die Flanke, die wir ja nicht mal noch mal mit Rot. Nein, aber ja. So nicht, Freundchen. Kamera hat mein Content konzentriert, aber respektiere ich. Hier den richtig guten Content, Leute. Mit der Fokus. Mit richtig Qualität, Alter. Oh Gott, nein. Welcher Spieler bin ich? Ach, hier bin ich. Siehst du mich? Die taktische Grätsche. Und der Pass. Nein! Warum geht denn dir denn den Ball? Hä? Faul! Ja, was laberst du? Oh. Run, fucking run. Run, boy, run. Nee, better run. Faster by my bullet. Faster by... Oh nein! Oh. Er hat meinen Kiefer gegrätscht. Nein. Oh, der Kiefer wieder, Mann! Nein, er wurde wieder gegrätscht! Wie kann man nur so... Wie kann man denn nur so eine Legende sein? Oh, dieser arme Kiefer, Alter, der hat so hart gecarried. Digga, ich hab einfach nur so ein Scheiß hier gespielt. Ich lauf einfach am Ball in den Legende, Digga. Passiert, Digga. Passiert dem Besten. Ich wollte in die andere Richtung glitschen. Alter, mit dem Dribbling geht's ja richtig, aber. Ehrenlos. Nein! Was mach ich denn? Nein! Ja! Nein! Gerade noch so. Komm, aber das war echt knapp. Das war wirklich echt so unknapp. Aber das Schwierigste ist der Torschuss in dem Spiel. Alter, die smoothen Ausweichmanöver. Nein! Oh, mein Keeper! Jo, hast du das gehört, Digga? Der komplette Carry, Alter! Alter, Israel unaufhaltbar. Alter, mit dem Keeper von Israel. Nein! Aber da hat der Stürmer den Ball wieder erobert. Er läuft in den gegnerischen Strafraum. Er schießt und voll daneben. Nein! Aber der Keeper gibt echt sein Bestes hier. Upsi. Du musst schon gucken, dass das Zug jemanden passt. Das wäre eine Option. Das war zum Beispiel ein schöner Pass. Oh. Abgefangen, ey. Da ist der Keeper von Deutschland. Keine Ahnung, von wann ist das Spiel? Wer war der Keeper? Vielleicht irgendwie dieser, wie heißt der nochmal? Dieser Typ, der immer alles kommentiert. Wisst ihr, wen ich meine? Oliver Kahn? Ja, genau. Vielleicht war es auch Oliver Kahn. Sanjay weiß einfach alles. Aber ich meine, der insgeheime Kameramann, der natürlich. Was? Was? Hä? Was war das denn? Nein, Glitch! Nein!
gewinnen. Du freust dich für Israel. Israel. Das wäre natürlich eine Option. Israel. Israel. Digga, warum läuft mein Spaß nicht? Ja, du hast ihn nicht als ausgewählt, ne? Doch. Ja! 10-0 für Israel. Was? Johanna. 10-0 für Israel. Für 10-0 gegen Deutschland. Was? Nein, verdammt. Komm. Scheiße. Ja, eine Sekunde ist zu früh geschossen. Gut. Oh, danke schön, dass du dich hinlegst. Bam, Alter, der lange Pass. Oha. Das ist ein Tor. 11-0 für Israel. Oh! Ja. Die Fans sind nicht mehr aufzuhalten! Israel! Sehr Johanna, willst du auch mal gleich. Ah, nee, kannst du ja nicht, ne? Sobald ich das Essen kann, ich das Essen. Ja, machen wir gleich. Israel muss noch das 12. Tor schießen. Oha, Israel mit der Grätsche über den Ball. Jo, was war das denn für ein Bug, Alter? Das war kein Bug. Okay, Israel! Nein! Ehrenlos umgehauen. Let's go, die Ballkontrolle des Todes. Oh, durch die Verteidigerlinie. Oh, ich hab verkackt. Ups. Oh, taktisch. Die Doppelgrätsche, Alter, komplett hops genommen einfach. Boah, der passt an den Gegner vorbei. Mit einem Starspieler jetzt. Okay, er hat einen Umgang. Er ist im gegnerischen Strafraum. Er schießt!